wie die Entgeltpunkte für die Grundrente berechnet werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In einem unserer letzten Videos haben wir Ihnen erklärt, wie die Grundrente berechnet wird. Und zwar anhand unseres Beispiels mit der Susi. Die Susi ist am 1. Januar 2019 in ihre Regelaltersrente gegangen und hat eine monatliche Bruttorente von 528,80 Euro erhalten. Und zwar Grundlage für diese Rente ist, dass sie 40 Jahre fleißig gearbeitet hat, in Teilzeit, schlechte Jobs gehabt hat, schlechte Bezahlung gehabt hat, Kindererziehungszeiten, also ihre Kinder erzogen hat und nahe Angehörige gepflegt hat, und sie hat im Schnitt 0,4 Entgeltpunkte pro Jahr erhalten. Und dann haben wir ja die Grundrente, die Entgeltpunkte für die Grundrente berechnet, und da habe ich ja fast trotzfrech zu Ihnen gesagt, das mit den 0,4 Entgeltpunkten, das müssen Sie uns mal glauben. Und genau das möchte ich Ihnen heute mit diesem Video erklären, wie wir eigentlich hier auf diese 0,4 Entgeltpunkte kommen. Und zwar wird das wie folgt berechnet. Wir nehmen wieder unsere Susi, 40 Jahre gearbeitet, die hat 0,4 Entgeltpunkte. Und nun, also 0,4 Entgeltpunkte pro Jahr, ergibt in der Summe erstmal als Grundwert 16 Entgeltpunkte. Soweit, so gut. Jetzt sagt der Gesetzgeber, der Gesetzgeber hat einen Korridor festgelegt für das Minimum und das Maximum an erreichbaren Entgeltpunkten. Und zwar hat er gesagt, 0,2 Entgeltpunkte bis 0,8 Entgeltpunkte. Das ist der Korridor, der für die Entgeltpunkte, für die Grundrente von entscheidender Bedeutung ist. Aber hier stimmt was nicht, denn das ist der alte Kompromiss oder der alte Gesetzesentwurf von Hubertus Heil aus Mai 2019. Nach dem neuen Kompromiss sieht die Sache nämlich ein wenig anders aus. Da hat die SPD nachgegeben und hat sozusagen hier aus der 0,2 0,3 Entgeltpunkte gemacht. Das ist jetzt der neue Korridor für die Entgeltpunkte der Grundrente. Und das bedeutet mit einem Schlag, dass 1,5 Millionen Menschen weniger die Grundrente beanspruchen können. Diese Differenz, 1,5 Millionen Menschen weniger Grundrente, das ist eine Sauerei. Okay. Wie komme ich jetzt auf diese 0,4 Entgeltpunkte Grundrenteaufschlag für die Susi? Das ist ganz einfach. Unsere Susi ist ja, kann es ja nochmal zeigen, hat ja diese Entgeltpunkte für 35 Jahre für die Grundrente erhalten. Damit liegt sie mit diesen Entgeltpunkten innerhalb dieses Korridors. Das heißt also, wir ziehen von den 0,8 Entgeltpunkten minus 0,4 Entgeltpunkte, die sie ja hier hatte, ab, ergibt 0,4 Entgeltpunkte. Das sind die Entgeltpunkte, die unsere Susi für ihre Grundrentenberechnung, also diesen Aufschlag auf ihre Altersrente für 35 Jahre, erhält. So. Eigentlich relativ einfach. Aber jetzt machen wir mal noch ein anderes Beispiel. Jetzt nehmen wir mal unsere Birgit. Unsere Birgit hat auch 40 Jahre gearbeitet, auch Kinder erzogen, war auch fleißig. Aber der Unterschied ist, sie hat jetzt ,7 Entgeltpunkte in den 40 Jahren erwirtschaftet. Können Sie mit dem Taschenrechner zusammenrechnen, wie wir das sind, aber das ist für uns gar nicht so interessant. Wir sehen, diese 0,7 Entgeltpunkte liegen auch wieder in dem Korridor 0,3 bis 0,8. Was machen wir?
Wir wollen ja jetzt wissen, wie hoch der Entgeltpunktewert ist für den Aufschlag Grundrente zu Ihrer Altersrente. Wir nehmen die 0,8 Entgeltpunkte, ziehen davon 0,7 Entgeltpunkte ab, bleiben übrig 0,1 Entgeltpunkte. Diesen Wert multiplizieren wir wieder mit 35. 35 Jahre ist das Maximum an Grundrentenzeiten, was man bei der Berechnung der Grundrente zugrunde legen darf. So sagt es der Gesetzesentwurf auch damals von Hubertus Heil. Also nehmen wir die 35 Jahre mal die 0,1 EP ergibt nach Adam Ries 3,5 Entgeltpunkte. Und das ist der Zuschlag für unsere Birgit für die Grundrente. Davon werden natürlich noch in einem zweiten Schritt die 12,5% Abschlag abgezogen. Und als letztes Beispiel, das mache ich mal in einer anderen Farbe, damit Ihnen das bewusst wird, nehmen wir mal unsere Anna. Die Anna, oh, der ist nicht ganz so toll. Die Anna hat auch 40 Jahre gearbeitet. Aber unsere Anna hat 0,9 Entgeltpunkte pro Jahr im Schnitt erreicht. Was bedeutet das? Diese 0,9 Entgeltpunkte liegen außerhalb dieses Korridors. Das heißt, unsere Anna bekommt keine Grundrente. Somit ist jetzt für Sie klar, wie wir eigentlich auf die Entgeltpunkte für die Grundrente kommen. Das heißt also im Ergebnis, wenn unser durchschnittlicher Wert, der sich sozusagen aus den Grundrentenzeiten oder aus den Bewertungszeiten der letzten Jahre, die wir haben, ergibt, immer mehr in Richtung 0,8 sich bewegt, wird natürlich der Zuschlag auf die Grundrente immer kleiner. Liege ich irgendwo bei 0,4 oder 0,3, kann ich natürlich das Maximum an Zuschlägen herausholen. Das ist die Konsequenz aus diesem vom Gesetzgeber festgelegten Korridor. Näheres zu diesem Thema, unserer Grundrentenberechnung, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.